Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Stream für Neverwinter und dem vernichtenden Hexenmeister. Ja, ich wollte noch ein bisschen questen und denke mal, ja, wer Lust hat, ist dabei, beziehungsweise kann hier zuschauen und mal gucken, wie weit wir die Questreihe bringen. Wir sind bei Elemental Evil stehen geblieben. Da fehlte noch eine Reihe. Und zwar werden wir jetzt in, wie hieß das Nest hier? Aha, muss ich gucken, wie das hieß. Und zwar Fels der Rückforderung. Die Quest, die werden wir jetzt anfangen. Questreihe und mal gucken, wie weit wir sie heute fertig kriegen. Vielleicht ja sogar komplett. Schauen, wie schnell wir das hier so durchbekommen. So. Wir gehen ins Spiel und dann kann die ganze Sache hier starten. Musik an? Ja, Musik läuft. Originalmusik läuft. Helms Hold wird erneut von Unheil heimgesucht. Wir wissen, dass der Kult hier im Wächterwald nach etwas sucht und dass er sich dabei vor allem auf die alten Paladin-Grabstätten konzentriert, die überall im Wald verstreut sind. Ich will, dass ihr diese Grabstätten untersucht und Hinweise darauf findet, was der Kult dort will. Ja, da bin ich doch mal gespannt, was der Kult dort will. Ich hoffe, keine Leichen. Hatten wir schon zu Genüge, ne? Bis. Ein Ladekabel machen sie selbstständig. Ach, das sind die optionalen Quests. Gut, die werden ja nicht vorgelesen. Diese Kill-Quests, ne? Genau, 100 wieder besiegen. Erst 100, dann 200 und dann 400 Gegner. Ist ja irgendwie in jedem Bereich dasselbe. Was hat eigentlich dazu, dass sie jetzt geändert haben? Ich meine, du kannst ja jetzt nicht einfach mehr irgendeine dieser Instanzen machen und dann bist du fertig damit, hast deine, deine Astraldiamanten zusammen, sondern du musst ja jetzt wirklich diese Zufallsdinger da machen. Das dauert ja nur ewig, beziehungsweise Grüße, kann ewig ein paar Tage Abenteurer. Dauern, bis du dann mal durch bist. Ich bin Imbros Irikar und mir fällt die Aufgabe zu, unsere Feinde zu schwächen. Mehrere unserer Kundschafter beobachten die Kultisten im Wächterwald und versuchen, ihre Schwachstellen aufzudecken. Also ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn man das so gelassen hätte und vielleicht entweder zusätzliche oder mehr für diese Zufallsinstanzen hätte gemacht. Hätte ich persönlich ein bisschen besser gefunden, aber wer fragt mich schon. So, Zielort, Schlussviertel. Quatsch, oder? Ach, das ist wieder die, das ist wieder die andere Questreihe. Moment. Muss mal eben die richtige laden hier. So, wo sind wir denn? Da, den Wald auskundschaften. Zack, jetzt haben wir die richtige. Jetzt sieht das auch schon, wo muss ich lang? Da muss ich lang. Ach so. Meinen schnellen Hirsch wachsen lassen und dann geht's los hier. Huch. Der Wächterwald. Wird schon wieder mit Wissen zugebombt hier. Da bin ich doch mal ganz gespannt. Was ist denn das coole Tier? Ein Dino. Huch. War zu weit, glaube ich. Hä? Hier richtig? Warte mal.
da durch und dann, da steht ein Kundschafter. Der Kult scheint alles zerstören zu wollen, was mit Helm in Versorgung steht. Bedeutet das etwa, dass sie Helms Zorn fürchten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Siehst du, wenn der das schon nicht weiß, der hier die ganze Zeit kundschaftet. Woher soll ich das dann wissen, ne? Huch! Was springt denn da? Irgendwie werde ich bei dieser Zielführung hier manchmal echt besoffen. Kreuz und quer und mitten durch die Gegner will. Obwohl es gar nicht sein müsste. Ne? Immer mit. Die schwarze Perle. Sind die jetzt geflüchtet oder was? Nö. Da steht noch einer. Erzählt bestimmt das gleiche. Nee. Berichtet Imros, dass der Kult unter Helmshold nach Gräbern sucht. Ich konnte allerdings noch nicht herausfinden, welches Ziel sie dabei verfolgen. Nee. Ich glaube, das war so ungefähr das gleiche. Oh, geht's denn weit? Klar, reite jetzt mitten durch das Lager. Muss da rein, verflixt. Okay. Sterbt wohl. Nimm mal mit. Haben wir noch? Die grünen Gegenstände brauche ich eigentlich nicht mehr, aber hier ist doch irgendwo. War doch der Questpfad. Wieder gut versteckt oder so. Also, da ist der Questfall. Guck mal hier so, da geht's. Ach. Einbrecher? Nö. Er erzählt mir nichts. Um die Dinge auf dem Tisch hier oder was? Muss ich jetzt hier durchblicken oder? Ach da, im Wasser habe ich gar nicht gesehen. Da kniet einer. Die Kultisten füllen ihre Reihen weiter auf, erfüllen ihre Reihen, indem sie ihre Rekruten in ihren Lagern ausbilden. Ich weiß nicht, wie jemand auf die Idee kommen könnte, dass sich dem Kult anzuschließen, doch eins ist sicher. Diese Ausbildungslager stellen ein ideales Ziel für uns dar. Ja, das ist doch super. Dann nix wir hin und drauf. Mit dem Knüppel sind sie doch immer gut hier. So, weiter. Hinten müsste noch irgendwo was zu Kundschaften sein. Irgendwo da.
Da hinkommen. So. War schon fast eine Leiter. Sorry, ich wollte das eigentlich vorlesen. Das war zu schnell. Hier geht's auch noch rein. Kanal. Da scheine ich auch durch zu müssen. Nur gut. Sagt mir eigentlich noch nichts. Dann will ich erstmal zu dem Ross zurückkehren. Petrillerz. Ah, kann man immer gebrauchen. Ich weiß zwar immer noch nicht wofür, aber irgendwann werde ich auch mal einsetzen. Mir vielleicht was zu bauen. Weiter im Text. Imbrus, ich komme! Dann ist hier was los. Wir müssen unseren Verstand einsetzen, wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, ja. Ausgezeichnete Arbeit. Sehen wir mal, was die Kundschafter entdeckt haben. Natürlich führt Marlos Urnrail irgendwas im Schilde. Das hätte ich euch auch sagen können. Interessant. Diese Information über ihre Ausbildungslager könnte sich als nützlich erweisen. Zumindest ist es etwas, das wir uns näher ansehen sollten. Hilfe. Controller weggeschmissen. Gut, gucken wir uns das mal an. Wollte ich da hin? Oh. Wieder neue Informationen. Mensch. Die wollte ich doch gar nicht wissen. Heute ist ein guter Tag zum Kultistenjagen. Natürlich. Eine Gruppe von helmitischen Akolyten ist von kurzem von hier in Richtung der Kathedrale von Helm's Hold aufgebrochen. Doch wir wissen nicht, ob sie dort unversehrt angekommen ist. Das Einzige, was wir im Moment für sie tun können, ist es, die Streitkräfte der Schwarzen Erde zu schwächen und zu hoffen, dass wir so ihre Aufmerksamkeit von den Akolyten ablenken. Ja dann. Ab geht die Post. Schon wieder. Oh. Wir haben mir schon wieder die andere Quest reingehauen. Die will ich doch gar nicht. Die will ich doch gar nicht. Gräber der Wachsam. Ja gut, die Felsklauen töten, das können wir immer noch nebenbei machen. Gräber untersuchen. Ich glaube, das waren diese anderen anderen Felder. Da werden wir dann mal auf dem Weg gleich mit hingehen. Irgendwo. Ach so, das war der Punkt, um hier rauszukommen. Dann gucken wir noch mal, was hier so gibt. Ja, da ist was. Da ist was. Versteckt in der Ecke. Gewölbe-Erkundungspaket. Nimm mal alles. So. Soll ich hier noch machen? Ah. Das Land wird neu geschaffen.
Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Und, ah, das nehmen wir mit. So. Ab ins Grab. Mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Ah, auf der Schnauze gibt's. Eine Marionette basteln hier, ne? Dafür haben wir denn die Zauber ja. So, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Da sind auch noch welche. Komm. Komm. Tretet ein ins Reich der kürzlich verstorben. Und weg dieser. Da. Grab ist versiegelt. Wunderbar. Kann ja nichts schief gehen hier. Nee, noch nichts. Nehmen wir. Nehmen wir. Mal zusehen, dass ich jetzt nicht so viel Müll sammle. Also nicht so viele von diesen Rüstungsteilen, die ich eh nicht anziehen kann. Nicht so viel grünes Zeug, weil mir das eh nichts mehr bringt. Ah! Wo geht's weiter? Bin mir nicht sicher, ob ich das möchte. Wir sollen diesen Händler hier beschützen, weil wir doch gar nicht angegriffen. Mal anquatschen, geht das? Jo. Also das Event läuft, so wie es aussieht. Ist nichts zu beschützen. Muss verstehen, wer will. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das für eine Quest sein soll. Das startet ja auch erst in 6 Minuten, aber ist eigentlich ist das ja der Quest-Ablaufzeit. Komm ich da irgendwie hin? Der Gottesmann überfällt Händler außerhalb der Stadtmauern und stellt sicher, dass die reisenden Händler es zu ihrem Ziel dort schaffen. Der läuft ja gar nicht. Egal, wir kriegen auf jeden Fall, kriegen wir hier ein paar Quests erledigt. Also der scheint an seinem Zielort zu sein.
Und in der Zeit werden wir hier so ein paar Kultisten killen. Ah, die brauche ich sogar. Super. Ey, wie geil ist das denn? Da war ja mal richtig was drin. Nö, den wollen wir nicht. Oh, einmal das Lager aufräumen. Wir haben einen Trank. Noch einen Trank. Das hier? Ah. Ein unidentifizierter Gegenstand. Ui, hier ist ja was los. Na nö. Haltet euch bereit. Mehr davon. Blitzen so vor sich hin hier. Ja, wieder Kohle. Und Kohle. Das war's. Heldenbegegnung, reisende 3. Jetzt geht's los, oder was? Hm. Nicht wirklich. Dann werden wir uns mal um die anderen Gräber kümmern. Auf geht's. Hallo Mädels. So. Nacht? Ach, was wird denn? Hm. Schrott. Nochmal Schrott. Ach nee, das war Geld. Und ab in die Grabstätte. Oh, noch ein Rumkreisel und... Was sind das eigentlich für andersartige Schatztruppen hier? Die kenne ich noch gar nicht eigentlich. Und zwar hier diese Lade der verlorenen Schätze. Ist doch wieder was anderes. Glorreiches Wiederaufleben, die kennen wir ja. Nö. Immer mal wieder was Neues, ne? Das Siegel ist bestimmt auch noch verschlossen. Jede Wette. Wusste ich doch. Ich bin Hellseher. Ich kann im Hellen sehen. Mmm.
Ach, ihr schon wieder. Eine Eberesche. Und dann noch. Kohle und Schriftrolle. So, ab zum nächsten Grab. Da geht's rein. Ich dachte schon mal zugeschüttet. Wäre mal was anderes, ne? Jetzt ins Grab rein muss erstmal einen Weg vorschaufeln. Also. Was kann ich mal machen hier? Die schmilzen so. Da hinten. Da ist die Schatzlage. Die ist der schon wieder Müll. Müll mitgenommen, brauche ich gar nicht. Regionspaket, das ist gut. So, die hatte ich. Dann auf zur nächsten. Zum nächsten Gewölbe, zur nächsten Grabstätte. Das sind ganz schön hochgestellte Persönlichkeiten drin wohnen, wa? Die meisten hat man noch früher auch nur verbuddelt, glaube ich. So, da unten geht's weiter. Ungefähr die Richtung. Ganz grob. Da ist der Typ. So. Da bollert noch einer rum. So. Ach, noch mehr? Na toll. Jetzt haben sie alles kaputt gemacht hier. Symbol von Tempus. Also eine Uhr oder wie? Ja. So, ja, Schriftrollen noch mitnehmen. Da unten dürfte noch eine. Da ist noch ein Türmchen. Da müssen wir noch hin. Heißt der Jim? Jim?
jetzt nicht wieder so einen Flachwitz vernommen. Wie nennt man einen Affen, der Jim heißt? Jim Panzer. Ah. Sehr flach. So, das Grab ist immer noch versiegelt. Wunderherrlich. So soll das sein. Und raus hier. Jetzt werde ich mir mal kurz die andere Quest hier reinschmeißen. Und zwar Lieder. Ne, die habe ich ja drin. Gräber der Wachsamen. Die habe ich doch schon gemacht gerade. Die Erde bekämpfen. Oh, schwarze Festung getötet. 18. So, hier geht's weiter. Mahlzeit. Da sollte noch was bei sein, oder? Nö. Ach, das sind die, die da hinten in dem anderen, anderen Umkreis wohnen, glaube ich. Da links in dem Kreis. Da muss er hin. Genau hier. Und da sind sie ja schon. Schwarze Schwarzmantel. Weißt du? Oder? Der zählt jetzt aber, oder? Zählt er nicht. Die Quest nicht. Ich habe die 100, die 100er-Quest habe ich erledigt. Mörderisch, 100 Viecher gekillt. Zeit. Ticken so weg, ne? Ich finde das so witzig. Okay. 18, immer noch. Na, bin ich ins Target hier oder was? Jetzt aber. Den was? Den? Wenn's das denn schon war? Ich glaube, ich bin ja irgendwo mitten in die Quest reingestolpert jetzt. Ein Rückstand. Okay. Was soll denn ein Rückstand sein? Ah, Pilz ist das. Okay.
ist auch erledigt. Auch erledigt. Sehr schön. Ja, dann mal zurück zu meinen Questgebern und erstmal ordentlich Punkte absahnen. Es wäre schön, wenn ich dann auch nochmal so das Level, ja nicht das Level 71, das gibt es ja nicht, aber nee, ich muss ja noch 70 werden, ne? 66. Ach nee, ich bin runtergestuft auf 66. Ich wollte schon gerade sagen, ich bin noch 70. Sicher. Nee. So, heute ist ein guter Tag, um Kultisten zu jagen. Ja, das fand ich ausgezeichnete auch. Arbeit. Wenn wir doch nur... Ja, ja. Ist ja gut. Glaubst du auch so? So, hier gibt's die Zusatzquests, ne? Eine haben wir ja abgeschlossen. Genau, eure Taten gegen die Kultisten beweisen, dass Helm persönlich euch ausgesandt haben muss. Allerdings brauchen wir noch weiterhin eure Hilfe. Der Kult wird so schnell nicht geschlagen geben. Wird sich so schnell nicht geschlagen geben. Genau. So. Ausgezeichnete Arbeit. Aber unsere Arbeit ist erst dann getan, wenn der Kult Helms Hold nicht länger durch seine Anwesenheit entweiht. Irre. So. Besiegt Soldat eine schwarze Erde beim Fels der Rückforderung. Jawohl. Machen wir. Und... heldenhafte Begegnung abschließen. Okay. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die auch noch zusammen. Mal gucken. Asura Kami ist auch da. Guten Morgen. Kannst du nicht schlafen? Ich bin ja eigentlich nicht besonders rührselig, doch ich bin wirklich froh, dass die Paladine oder machst du Nacht ruhen können. Aber die eigentliche Frage ist, warum waren die Kultisten überhaupt erst in den Grabstätten? Die Antwort hat vielleicht etwas damit zu tun, dass sie die Grabstätten nicht stören konnten. Vielleicht ist da immer noch irgendein göttlicher Einfluss, der Helms Hold beschützt. Und sie wollten dem ein Ende setzen. Du warst noch nicht schlafen. Ich werde etwas Zeit benötigen, um mir über das, was ihr in den Gräbern vorgefunden habt, einen Reim zu machen. Währenddessen müssen wir uns um die Ausbildungslager kümmern, die Kultisten überall in diesem Gebiet angelegt haben. Wir wissen, dass sie ihre Rekruten nach Helms Hold senden, jedoch nicht, warum sie das tun, denn wir haben den Kontakt zur Kathedrale verloren. Ich möchte, dass ihr die Aktivitäten in einigen dieser Lager stört. Hoffentlich wird sie das aus der Bahn werfen und sie dazu zwingen, ihre Pläne zu enthüllen. Ja, das wollen wir doch gemeinschaftlich hoffen. Was habe ich denn jetzt am Müll angesammelt? Ja. Eine Menge Quatsch dabei. Achso, das ist auch neu, ne? Dass die Taschen untereinander angezeigt werden. Wir haben so ein paar Sachen neu gemacht. Ein paar Sachen sind ja wirklich gut. Also das finde ich eine super Sache, dass man nicht immer zwischen den Taschen hin und her schalten muss. Aber die Nummer hier mit diesen mit den Instanzen, die finde ich natürlich ein bisschen blöd. Ja. Müssen wir durch. So, makelloser 4, Account gebunden. 500 Veredelungspunkte. Oh, nett. 100 Veredelungspunkte. Geil. So, hervorragender Stärkungstrank. Brauche ich nicht mehr. Belebende Kapuze. Glaube nicht. Tränke kommen weg. Die behalten wir mal. Die werden wir mal Händler irgendwo mal zukommen lassen. Also dem Auktionshaus. Was haben wir noch? Oh, ja, das ist eklig. Da kann man auch nicht so gut schlafen, ne? Wenn man durch die Nase keine Luft kriegt. Vor allem trocknet der Hals immer so aus beim Atmen. Ich finde das... Nee. Ist doof sowas. So
Also wenn es nur die Nase ist, geht's ja meistens noch. Schlimm ist, wenn man sich so richtig einen eingefangen hat. Mit Kopfschmerzen, mit Halsschmerzen, Husten und so ein Krise. Dann kriegst du ja gar kein Auge mehr zu. So, das noch weg. Religionspaket behalten war. Der Altar kommt weg. Ja. Und ich habe ein Artefakt. Was soll ich mit diesem Grimoire? Nix. So, kurz wegräumen hier, wa? Also bewegen. Dort. Und nochmal bewegen. Oh. Echt aufpassen hier, dass du nicht versehentlich im falschen Rucksack landest. Religionspaket noch. Langsam zusehen, dass ich mir mal einen anderen Rucksack hole. Irgendwie wird immer voller hier. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass es so bleibt. Also nicht, dass es so bleibt, also dass er da nicht noch mehr zukommt, meine ich. Nicht, dass es so bleibt, das wollte ich nicht. Das wäre jetzt sehr gemein. Nein, ich hoffe natürlich, dass es weggeht. Wo will ich eigentlich hin? Er hat schon wieder das Flussviertel eingeloggt hier. Verdammte Axt. Da. Untersuchung der schwarzen Erde. Da will ich hin. Immer wenn ich die Questreihe abgeschlossen habe, dann lockt er mir die andere Quest ein. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh. So, dann kriegen wir die Quest mit den 200, die auch schnell weg, wie es ausscheint. Was scheißt, schießt denn da noch auf mich? Wirft der Äxte oder was? Tatsächlich. Du kannst den Baum fällen, aber... Was hat er denn jetzt? Das finde ich natürlich super, dass du jetzt hier Erfahrung einsammeln kannst für Artefakte. Ist geil. Lade der verlorenen Schätze. Ja, ja, ja. So. Ausbildungslager stören. Das finde ich gut. Nicht zerstören, sondern stören. Öfter mal was Neues. Da ist die nächste Karte. Irgendwo. Ach, da. Ach, den Dummy soll ich. Trinks stehlen soll ich die. Na toll. Das fanden die jetzt gar nicht so witzig. Dann mache ich die mal zu meiner Trinks-Attrappe hier, wa? Ja, es ist. Was ich halt momentan nach der letzten Änderung halt, ich habe es auch gerade schon mal erwähnt, so ein bisschen schade finde, ist, dass man jetzt bestimmte Instanzen halt machen muss, um also so Zufallsinstanzen machen muss, damit man seine Astraldiamanten zusammenkriegt. Das finde ich eigentlich ein bisschen blöd, dass sie das geändert haben. Also ich hätte das so gelassen, wie es war, und hätte vielleicht das noch zusätzlich gemacht oder hätte gesagt, oh, pass auf. Du kriegst bei zwei Instanzen pro Tag kriegst du deine Punkte. Aber wenn du Zufallsinstanzen machst, kriegst du mehr. Also das wäre vielleicht schon. Oh ja. Aber da hat der Betreiber es. Wollte es halt anders haben. Er hat sich da was anderes gedacht. So, wen soll ich hier stören? Einfach die Ausbilder killen, oder?
Ja, die Reittiere, die kriegst du ja eigentlich schon recht günstig, wenn ich das gesehen habe. Etwas kurz online, ja, ESO, ne? Ja, genau. Das habe ich früher auch mal gespielt. Yes, ESO, als das neu rauskam, habe ich das auch gespielt. Und ich kann noch nicht mal genau sagen, warum ich aufgehört habe. In irgendeinem Grund habe ich das. Also es war ja damals bis das Jahr Monatsgebühr bezahlt. Aus irgendeinem Grund hatte ich da auf jeden Fall aufgehört. Mit. Jo. Und es ist auch ein sehr schönes Spiel. So, Vorräte verbrennen. Super. Was? Da muss ich noch was machen. Also ich habe den Hirsch und habe mir, da ich noch einen Panther habe, habe ich mir ein Reittier, den Reittier-Speed von dem Panther genommen, weil das einfach viel schneller ist. Dann kann ich hier durch die Mobs durchreiten, ohne dass ich kämpfen muss unbedingt. Da kannst du so mitten durch. Wirst eigentlich nicht getroffen. Ups. Sei denn natürlich, man wird dann irgendwelchen Bäumen hängen. daneben. So, was soll ich denn hier machen? Ins Zelt gehen, oder? Nö. Hä? Erstmal mache ich ein bisschen was kaputt. Ein Bär als Begleiter? Okay. Klingt ja ganz witzig. Soll ich hin? Oben soll ich hin? Was ist denn hier? Heldenhafte Begegnung läuft wieder. So. Super. Habe ich mich hinter eine leere Tür gestellt und hat das Ausbildungslager beobachtet. Na super. Komme Jungs! Komme! Irgendwie etwas belagert die Quest, wa? Hier ist was los. Entschuldigung, wollte ich nicht kaputt machen. So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen was abgeben. Helmsholt wird erneut von Unheil heimgesucht. Meistens. Ausgezeichnete Arbeit. Unsere Kundschafter haben uns berichtet, dass mehrere Kultisten sich in die Grabstätten in Helm's Hold zurückgezogen haben. Ich bin mir nicht sicher, warum sie sich gerade diesen Ort ausgesucht haben, außer dass dies vielleicht ihr Befehl für den Fall war, dass ihre Lager zerstört würden. Ich scheine bei dieser Sache irgendetwas Offensichtliches zu übersehen. Gebt mir ein wenig Zeit. Vielleicht finde ich es ja noch heraus. Also Kultisten, Grabstätten. Das passte irgendwo zusammen. Vielleicht wollen die ja irgendwas zum Leben erwecken. Wer weiß. Der Kult scheint irgendetwas in den nahen Grüften zu treiben. Sie senden Kundschaften dort hinein. Doch. Die Absicht dahinter kenne ich jedoch nicht. Doch wir müssen sie aufhalten, bevor sie dort ihre Ziele erreichen oder eine weitere Gruft von Helm schänden. Okay. Weiter geht's.
Und er hat wieder die andere Quest eingeloggt hier. Muss ich jetzt jedes Mal die Quest umschalten hier? Ist ja irre, ist das ja. Oh! Wo ist denn hier passiert? Der Malku ist da. Abend. Und der Desinfection ist auch da. Hallöchen! Ich wollte Aloha sagen und Hallöchen. Also habe ich Hallöchen gesagt. Auch nicht schlecht. So, wollte ich? Ich wollte die Quest einloggen, ne? So. Und dann wollte ich sie hier lösen. Eine Mischung aus Aloha und Hallo, ne? Aloha. soll ich hier durchreiten, okay? Alter Schwede. Hä? Wie jetzt? Was? Komm ich da hoch oder was? Ah! Er ist ja geil. Ist im Berg eine Tür? Hab ich auch noch nicht gesehen. Cool. Ja. Was treibt euch zu so später Stunde noch an den Rechner? Ihr werdet zermalmt werden. Oder habt ihr gerade noch ein wenig World of Warships hinter euch gebracht? Und Rums im Weg. Hey, was? Hä? Wieso? Die Gefährten aus Herr der Ringe? Wieso? Iron? Oh! Ist Iron wieder entstaubt? Und auch nicht schlecht. Ja, also Ralku, ob das jetzt so schwer zu erraten war, weiß ich nicht. Ich würde sagen. Ich habe das nicht so verfolgt, muss ich sagen. Deswegen bin ich da. Ich bin nicht ganz so im Bilde. Aber ich meine, die war nicht so gut getarnt wie hier. Dass die wirklich wie der Berg ausgesehen hat, ne? War nur im Berg drin. Mama! Da sind welche. Oh. Nochmal. Und durch. Jetzt habe ich schon wieder einen unidentifizierten Gegenstand hier aufgenommen. Will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte mich nicht damit zumüllen. Ich werde jetzt Nägel mit Köpfen machen und die mal hier eben auskloppen. So. So und so, und den wollte ich auch nicht mitnehmen. Den wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen, die Dinger. So. Oh. Kämpf ja schon. Ups. Angegriffen.
Okay, das wäre nice. Ja. Geht so. Nein. Also, für den, der es mag, immer noch mag, ja, definitiv. Ich persönlich bin ja nicht so der Freund von Level drauf, Level drauf, Level drauf. Und inzwischen, ich weiß nicht, aber inzwischen so viel Level drauf gepackt. Ich habe ja auch meine Ion-Charaktere. Aber ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwie überhaupt in der Nähe von anständig equipped, beziehungsweise auch noch in der Nähe vom Top-Level, vom Top-Level bin. Hundertprozentig nicht mehr. Ganz bestimmt. Oh! Ah, ja, wunderbar. Dann angenehme Nachtruhe und gute Besserung. Also, Akami, mach's gut. Was gibt's hier noch Schönes? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Na komm. Auch. Und das Gold natürlich auch. So. Der nächste bitte. Nächste, nächste. Aber immer gerne. Oh! Ich bin ja so ein bisschen am Sterben, wa? Die machen ja sogar Schaden, die Viecher. Ist ja irre. Und hast du ordentlich gewonnen oder hast du schon aufs Auge gekriegt bei Wuffs? Oh! Okay. Auch nett. Aber du machst das ja nicht, um die anderen zu ärgern. Nehme ich an. Zumindest nicht, nicht in der Intention. Sondern so hat man ja mal Spaß machen. Was habe ich gerade bekommen? Eine Erfahrungstruhe oder was? Ach so! Ah! Mein Erfahrungsbalken war voll. Geil. Das heißt, ich kann jetzt entweder kriege ich jetzt irgendwie Punkt oder was? Irgendwas habe ich jetzt gekriegt, nehme ich an. Mal irgendwas gucken. Berufsressourcen, passive. Nö. Sehr geil. Das hat was. Ich habe den Abend habe ich etwas anders verbracht und nachdem ich dann hier zu Hause war, habe ich mir dann so gedacht, hast du noch keine Lust zu schlafen? Mach doch noch mal ein bisschen mal ab. Und somit queste ich hier jetzt noch eine Runde und versuche mein Elemental Evil hier fortzubekommen. Oder zumindest erstmal weiterzutreiben. Vorhin im Kino Jumanji gekannt. Ein echt sehr kurzweiliger Kinofilm, finde ich. Doch, ist gelungen. Lohnt sich. Nehmen
mit. So. Der nächste bitte. Ich versuche mal mein Reittier zu holen. Das geht hier nicht. Der will nicht. Kundschafter des Kultes abfangen. So. Einer noch. Amethyst. Das ist auch wieder so ein Erfahrungsbringer, ne? Nehme ich an. Oh, okay. Ja, dann wünsche ich auch dir eine angenehme Nachtruhe. Komm gut zu liegen und ja, wir sehen uns dann. Spätestens zum Schiffe versenken. Also schön außerhalb des Bereichs jetzt. Ist das besser? What? Oh, der Feuerphönix 03. Zum Gruße. Ja, Frage. Frage die Frage. Huch. Schocking. Das muss ich jetzt mal gucken. Oh, der Iraji. Ja, danke fürs Follow und herzlich willkommen am Hexenkessel. Mann, war das laut. Oh. Puh. Jetzt hast du mich aufgeweckt. Fehlt eine Stunde jetzt gar nicht mit Verlängerung gerecht. Muss man ja auch mal gestehen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Zu Dessa Tubo zurückkehren. Ja, dann sagt er doch. Mach ich das. Endhafte Begegnung abschließen. Ich dachte, ich hätte gerade eine abgeschlossen hier. Ach nee, die war schon fertig, als ich gekommen bin. Ne? Naja. Gibt Schlimmeres. Vorhin habe ich ja eine geleecht, kann man sagen. Die war fertig und war nur noch einmal mit draufgehauen. Glück muss man ja auch mal haben. So, keine Frage fragen. Ich dachte, du wolltest eine Frage fragen. Ich bin froh, dass ihr euch um diese Kultisten gekümmert habt. Doch ich würde wirklich gerne wissen, was sie in der Gruft vorhatten. Barim und Imbros haben bereits einige Ideen für unseren nächsten Schritt. Sprecht mit ihnen, während ich versuche, mehr über den Verbleib der vermissten helmitischen Akolyten herauszufinden. Ja, Sir. Mitgemacht. Wer ist denn hier noch? Noch eine Quest, meine Güte. Unabhängig davon, wie fanatisch sie sind, benötigen die Kultisten Übungswaffen, um ihre Rekruten im Kampf zu unterrichten. Stehlt diese Übungswaffen, damit wir sie hoffentlich dazu zwingen können, sich mehr auf ihren Fanatismus als auf ihre Fähigkeiten zu verlassen. Vielleicht können wir sie ja sogar davon abhalten, sich dem Kult anzuschließen. In der Zwischenzeit werde ich Dessa über die Informationen, die er mir von den Kundschaftern gebracht hat, Bericht erstatten. Vielleicht weiß er ja, wie wir weiter verfahren sollten. Na, wer weiß. So, da ist noch eine neue Quest. Heute ist ein guter Tag zum Kultistenjagen. Er ist immer. Nachdem wir uns um das Rückgrat der Schwarzen Erde gekümmert haben, holen wir uns nun ihre Handlanger. Ja, machen wir. Bevor der mich jetzt auch wieder zutext. Wir machen jetzt die Handlung mit. So, lass mich raten. Er hat wieder die andere Quest eingeloggt.
Ja, er will mich wieder zum Boot führen. Immer das Gleiche. Das wusste ich ja jetzt schon. Ist ja immer das Gleiche. So, dann Kiesel, Waffen des Kultes stehlen oder... Ja gut, die wird sowieso angezeigt. Dann nehme ich diesen Questpfad. So. Auf geht's. So, hier gibt es Waffen zu stehlen. Ah, hier. Noch mehr. Ich glaube, das mögen die nicht, wenn ich denen die Waffen klaue, wa? Dann klaue ich mir halt das Leben und die Waffen. Und denn dann nicht? So, da sind auch noch welche. Steckt im Zelt. Oh, hoppala. Wohnt ja noch einer. Doch, zwei oder drei. Bist du immer noch bei der Redstone-Schaltung gewesen und hast die weiter verfeinert jetzt, oder was? Was? Komm. Ah, jetzt. Waffen des Kultes stehen 3. 3 von 18. Ich habe doch schon mehr gestohlen, oder? War doch jetzt schon passen? Nee. Den hat er nicht genommen hier, stimmt. Hier, jetzt aber. Wollte schon sagen, er muss noch jetzt eigentlich mindestens 4 sein, aber mindestens. Ja, so schnell wie möglich und den Rest. Und ach so, also doch verfeinert, ja, das Ganze. Wie, nur hier oder was? Nein, muss woanders auch noch Waffen geben. Oh, durch den Baum geht nicht. Denn in mir? Der lässt mich mal hochspringen hier. So, einmal Waffen. Nochmal Waffen. Noch ein paar Waffenkundige. Ah, okay. Na, den muss ich mir dann mal näher anschauen, wa? So. Wo sind denn die? Da ist noch was. Ich wusste doch, irgendwo war hier noch was. Zong! So, die erste Quest haben wir wieder. Was muss ich jetzt noch machen? Söldner, Werfer und Erdarchonten. Killen. Gut. Die springen herum. Ups. Die schwarze Perle, den wir auch mit. Den auch. Und haben wir noch was? Du denn? Hä? Was war das für ein Vieh? Na ja, cool aus. Ah, Naturpaket. Sehr schön.
kann es sogar mitnehmen. Da killen schon welche. Da killt keiner. Irgendwie hänge ich mit meiner Kamera immer in den Zeltdächern hier drin. Schwarze Perle, das ist doch... Das ist Erfahrung für Artefakte, ne? Oder nicht? Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe vorhin. Das würde ich gerne noch mal kurz in Erfahrung bringen. So, das ist auf jeden Fall 25 Veredelungspunkte. Oh, okay. Gut, damit kann ich also veredeln. Und hier die schwarze Perle ist auch Veredelungspunkt. Ja, cool. So, mir fehlen noch 18 Söldner und Werfer. Dann sollte ich mal etwas mehr mich nach in die hintere Region dieser Map orientieren. Also die untere. Da gibt es ein paar mehr davon. Nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Gold natürlich und das nehmen wir auch mit. Nicht stapelbare Teile brauchen wir nicht. Was ist denn da? Ach so. Ach, diese die da rumhampeln, das sind die, die Azubis, die Rekruten. Jetzt kann ich das. Denkst du immer, wer hampelt denn da nur rum und kämpft nicht mit? So. Diese Erde gehört uns. So, seid ihr alle dabei? Dann stirbt wohl. Da war eine Truhe. Da ist Cola. Weiß nicht, was ich mit dieser komischen neuen Lade anfangen soll. Nö. Was ist denn das Event hin? Da unten ist es. Gerade frisch angefangen, oder was? Ehrenhafte Begegnung in der Nähe, plus drei Teilnehmer, drei Teilnehmer plus, ja, dann nix wie hin. Noch was, cool. Das nehmen wir noch mit und dann geht's los. Ich komme. So, und zum nächsten. Ach, die werden angegriffen. Und dann mal los, Jungs. Los, weiter. Schade, dass ich die nicht hochheilen kann.
So, was ist da vorne für ein Ding? So, das heißt, in 6 Minuten hätte ich dann die nächste Quest hier erledigt, aber ich möchte natürlich in der Zeit hier noch ein bisschen was anderes killen, ne? So, dann machen wir hier ein bisschen noch die andere Quest weiter. So, erstmal E-Rage, ja, Narben. Ja, wobei, Abend ist ja schon. Das war ja gestern. Wir haben ja schon so was gegen morgen. Was sind das für komische Tore? Jetzt bin ich aber neugierig. Muss ich auch irgendwie das machen? Okay. Also bis auf bei der Zusatzquest kommt hier irgendwie momentan nichts bei raus. Ne? Also die bringen wir. Brauch noch 8 Stück. Die zählen gar nicht. Warum zählen die nicht? Oh Mann! Warum einfach, wenn es so umständlich geht? Ist ja schön, dass hier eine Heldennacht zu begegnen ist, aber die werden ja gar nicht angegriffen hier. Also nicht mehr. Ich kann doch jetzt nicht 4 Minuten hier rumstehen, ne? Ah, die zählen. Da! Werden wieder angegriffen. Sehr schön. Das muss ja echt aufpassen, dass die nicht hier auch weiter in die Knie gehen, wenn ich die positiv abschließen möchte. Ich hätte die ja gerne abgeschlossen hier. Die auch, guck mal. Die hätten die auch gerne abgeschlossen. Jetzt gehen sie weiter. Und kurz. Endlich kommt mal Leben in die Hütte hier. Ist ja irre. So, da sind auch welche. Ja.
So siehst du. Irgendwer vermag die Händler zu heilen, das finde ich ja gut. Yeah, super. Die nächste Quest abgeschlossen. Also die nächste heldenhafte Begegnung. So muss das sein. So gefällt es. So, die Mädels brauche ich auch noch mal. Ich habe eine Quest nicht auch erledigt. So. Okay. Material sammeln. Ach so. Jetzt habe ich das verstanden. Du bist in der Minecraft-Welt unterwegs. Da nichts mehr im Lager oder zu viel im Lager. Da müsste doch eigentlich eine Menge drin sein. Schwarze Perle nehmen wir auch wieder mit. Schriftrolle, Kohle, nochmal Kohle. Und noch eine schwarze Perle, cool. Ja, war, wie war? Okay. Ja denn? Kriegen wir hin. Mach mal einen Einkaufszettel, was ich sammeln muss bei Gelegenheit. Ja. So, da habe ich jetzt zurück. Steine. Wie Steine. Ja, das waren zwei Truhen voll mit Steinen. Aber locker. Heute ist ein guter Tag zum Kultisten. Ja, also die gute Nachricht ist, dass wir die Zahl der wahnsinnigen Erdkultisten in dieser Gegend verringert haben. Das ist doch schon einmal ein Fortschritt, oder? Doch leider wissen wir immer noch nicht, wo die Akolyten abgeblieben sind. Aber ich habe bereits eine Idee für unseren nächsten Schritt. Hauptmann Dunfield hat uns aufgetragen, Handbücher zu beschaffen, in denen die Strategien des Kults aufgezeichnet wurden. Holt euch diese Handbücher aus den Lagern des Kults und von den Kultisten selbst. Hoffentlich wird dies Dunfield an der Front helfen. Meine Güte. Gute Arbeit.
Ohne anständige Ausrüstung werden es sich diese Möchtegern-Kultisten zweimal überlegen, gegen uns in den Kampf zu ziehen. Und was die Unbelehrbaren anbetrifft, dann haben wir jetzt leicht das Spiel, wahnsinnige, unbewaffnete Kultisten in den Boden zu stampfen. Wir haben erfahren, dass Marschbefehle an alle Kultisten ausgehändigt wurden. Anscheinend bereiten sich Earnrails Truppen auf eine größere Aktion vor. Und ich denke, dass das Ganze mit unseren vermissten helmitischen Akolyten in Verbindung steht. Besorgt euch die Marschbefehle der Kultisten und bringt sie zu mir. Vielleicht finden wir so heraus, wo die Kultisten als nächstes zuschlagen werden. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ach, hier vorne ist auch noch wieder was fertig. Stimmt, ich habe ja die optionale Quest. Ihr habt euch im Kampf gegen Earnrail und seine Schergen glänzend geschlagen. Vielleicht war es ja wirklich Helm, der euch hierher geführt hat. Wie dem auch sei. Wir können uns jetzt keine Pause erlauben. Der Kult entweiht noch immer, was wir wertschätzen. Ja, ich weiß. Das heißt, ich soll jetzt 400 killen. Mach ich. 400. Und er hat wieder die andere Questreihe drin. Das kann er ja am besten, ne? Andere Questreihe. So, die Ausbildungsbücher, die Marschbefehle. Ist vollkommen egal, was ich hier einlogge. Einfach mal eine von diesen. So. Sag's doch schon mal auf dem schnellen Hirsch. Da hat doch einer den Herbsthirsch. Okay. Ach da. Manchmal lässt sich die Glitzerspur echt Zeit, ne? Hier so rein. Schon wieder die Händler, oder was? Ach, da sehe ich gerade was. Kann hier Belohnung einfordern. Nett, sehr nett. Und da kommt, da war dann noch was. Da. Ach so. Okay. Da, Erfahrungsbelohnung. Muss ich auch noch abholen. Genügend Erfahrung gesammelt. Unverdient. Ein schwarzer Opal und ein Kraftpunkt. Ja, sehr geil. Den sollte ich dann vielleicht auch mal einsetzen, ne? Kraftpunkt. Das ist super. Was brauche ich denn hier? Schönes. Auf 4. Moment. Bin schon wieder durchgerutscht hier gerade. So, ich habe mir auf 4 gegönnt. Was hatte ich denn auf 4? Irgendwas hatte ich doch auf 4. Schon. Da. Den Feuerstrahl, den hatte ich mir auf 4 gesetzt, weil ich den ja jedes Mal einsetze, also die Explosion, ne? So. Und was ich sonst noch auf 4 brauchte, das wäre eigentlich die, diese Aura, die ich da mache. Erstmal gucken, wo die war. Ich glaube hier, die war das, glaube ich, ne? Okay. Genau. Genau. Die war's. Kraft zuweisen? Nein, Quatsch.
verfügbaren Punkt draufpacken. So, jetzt nicht mehr was. Geht das nicht? Ich habe noch einen verfügbaren Punkt. Warum kann ich den nicht setzen? Kann noch nicht aufgewertet werden. Muss ich jetzt gerade nicht verstehen. Tödliche Flammen. Ach so, ist es das gewesen? Warte mal. Mal ganz kurz hier gucken. Scrollen. Da war's. Nee, das war's auch nicht. Tödliche Flammen. So. Da war's, genau. Das war's. Ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht zuweisen kann. Vielleicht, weil ich hier gerade in einem Gebiet bin, wo ich, ich sag jetzt mal, reduziert bin. Ich habe keine Ahnung. Oh, ein Händler ist tot. Na gut, na gut. Ich dachte, ich hätte diese Kraft hier zuweisen können. Ausbildungshandbücher, jawohl. So. Eins von. Ach du Scheiß. Ach du liebe Neun. So. Ich habe 1 von 15. Na super. Das heißt, ich darf wieder die Population der Kultisten. Um genug von diesen Büchern zu kriegen. Marschbefehl. Gegenstand. Ach, hier. Die Gegenstände wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Und schwarze Perle. Mehr davon. Hallo? Die haben mich gestört beim Aufsammeln, ne? Mussten deswegen sterben. Nein. Da hatte ich noch was. Aber satt und schmutzig. Hammer. So, 6-mal. 3 Marschbefehle und 6 Ausbildungshandbücher. Da geht noch was. Hey, lass mir mal über. Mal wegkillen hier. Hey, hier gab's nichts.
Ausbildungshandbuch. Da ist noch was. Ein bisschen Gold. Naja, Kupfer. Ach, das ist so ein Zweihandkrieger, ist das. Haltet euch bereit! So, einmal, zweimal. Quatsch aufgesammelt, dreimal, viermal. Ausbildungshandbuch und Kohle. Ach, da liegt auch noch was. Ah, und noch eins. Hätte ich gesehen, da sind auch welche. Die haben die auch hier noch am Tisch liegen. Ist aber sehr nachlässig. Einfach so unbewacht sich liegen zu lassen. Marschbefehl, Marschbefehl, noch ein Marschbefehl, meine Güte, alle Marschbefehle hier, jeder seinen eigenen? Ausbildungshandbücher war es jetzt gleich. Ups, das wollte ich eigentlich auch nicht, ich wollte das haben. So, die erste Quest haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die Marschbefehle. Und zwar so circa 7. Ja, berechnen kann jetzt kleinen Vorteil. Versuchen wir mit 9. Jetzt 8. Ich bin wieder aus dem Bereich rausgelockt. Und noch mehr Marschbefehl. Noch einer, noch einer. Wie viel fehlen noch? 5 noch. Reisende Händler wieder. Marschbefehl fallen, das ist cool. Ja.
Jawohl, meine Damen und Herren. Das war's wieder. Wunderbar. So, komm, noch ein paar Marschbefehle hier, dann kann ich die nämlich auch abgeben. Nix, nochmal nix. Gehen wir nochmal ins Lager, da gibt es bestimmt noch ein paar Marschbefehle. Glaube ich alle. Die Quest ist futsch. Sehe ich gerade. Keine mitgekriegt. Da ist doch, doch, guck mal da. Fehlen doch noch welche. Zwei noch. Zwei im Arschbefehle. Ihr werdet zermalmt werden. Komm, die kriegen wir auch noch zusammen. Eins. Und eins, ja. Eins und eins. Mach zwei. Na? Schriftrolle. Marschbefehl, ja! Noch einer. Nee, den will ich nicht. Und das Diebstahlpaket. So, nun endlich. Ich habe fast die Befürchtung, die nächste Quest hat auch wieder irgendwas mit Töten zu tun. Neben. So denn. Sehen wir uns das einmal an. Die Gruft des Aufstiegs? Bewahren wir doch gerade erst. Ich werde diese Befehle an Dessa weitergeben. Sprecht mit ihm. Ich glaube, wir haben einen Hinweis auf unsere vermissten Akolyten gefunden. Ist das so? Na denn? Ein vollständiger Satz von Ausbildungshandbüchern. Ich werde sie an Hauptmann Dunfield weitergeben. Seine Männer könnten damit eine Gegenstrategie entwickeln. Ich habe einige dieser Handbücher durchgesehen und ich denke, dass ich nun weiß, was der Kult als nächstes plant. Kämpfen? Siegen? So, da ist er. Den Kultisten wurde befohlen, die vermissten Akolyten von Helm in der Gruft des Aufstiegs zu töten. Anscheinend haben sie diese Akolyten durch Helms Hold gejagt und sie in dem Glauben, dass wir die Gegend dort nicht ein weiteres Mal überprüfen würden, bei der Gruft in die Enge getrieben. Wir werden ihnen zeigen, wie sehr sie sich irren. Begebt euch zur Gruft und rettet alle Akolyten, die ihr dort vorfindet. Das werden wir versuchen. Und mal ganz kurz was Neues, Flüssiges eingeschenkt hier. Grünes Getränk. Waldmeister, passend zur Umgebung hier. So. Gucken wir noch mal. Ach, hey, yeah. Oh mein Gott. So viel Sand und kleine Förmchen. Warte mal. Da will ich jetzt erstmal, wenn ich die schon aufgesammelt habe, mache ich da jetzt auch Kohle raus.
Nee, so auch nicht. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug Schriftrollen hätte, ne? Um den Rotz hier zu identifizieren. Sie werden nicht vorbereitet sein. Kann ich das nämlich alles brav verticken? Was haben wir hier Schönes? Versiegelter Behälter der Elementarerde. Ja, dann machen wir doch mal öffnen. Zack. Schwarze Perle und Smaragd. Sehr nett. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Was haben wir hier noch? Insignien der Zuflucht. Wird wegsortiert. Der natürlich auch. Ich brauche eine neue Tasche. Meine sind voll. Aber sowas von voll. Nochmal 1000 Veredelungspunkte. Ist ja oberkrass. Und nochmal 25. Und noch eine Insignie. Oh je, oh je. Oh. Nee. Das wäre ziemlicher Schwachsinn, das zu tauschen. Gut, der Rest kann verkauft werden, würde ich sagen. Der Rest kommt weg. Lieber Händler, ich hab da was für dich. 1, 2, 3, 4. Altar brauche ich auch nicht. Weg, weg, weg. Weg. Nochmal weg. Auch weg. Oh, ja. So. Jetzt sieht das schon wieder anders aus. Also, Zielort Flussviertel ist wieder. Wieder Blödsinn. Bin ich hier immer noch auf 66? Ja. Geh jetzt mal kurz ins Feuer. Einmal kurz beten. Einmal den Segen auslösen. Quatsch. Und ich wollte noch was versuchen. Ach ja, genau. Ich wollte mal gucken, ob ich jetzt meinen Punkt vergeben kann. Wenn ich schon mal hier bin. So. So, jetzt haben wir das. Sehr schön. Tödliche Flammen ist erhöht. Kann da sein, dass ich hab, da habe ich nicht gerade die Quest neu eingeloggt? Reicht das nicht? So, jetzt aber. Ab die Post. Irgendwo hier in der Nähe. Die Richtung. Die Gruft des Aufstiegs abschließen. Einen Schlüssel. Keine Gnade! Oh. Die Gnade ist hoch. Oh.
Deine Gnade, sagt er. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Müsste theoretisch nur noch eine heldenhafte Begegnung abschließen, glaube ich. Dann hätte ich den Teil nämlich auch erfüllt, oder? Oder bin ich damit fertig? Meine eine müsste ich noch. Irgendwie auch nicht die Frage, wenn das kommt. Die Filme gerade stehen bleiben und gelb was? Achso. Das ist gut. So, Ziel erfüllt. Wieder mal. Auf ein neues. So, dann gehen wir einmal die Belohnung einfordern wieder. Sehr nett. Und jetzt soll ich die Gruft abschließen. Ah, die Gruft. Das war das versteckte Etwas hier hin. Hinein. Ein bisschen Waldmeister. Sehr fein. Was ist das denn? So, die Tür. So, auf geht's. Da. Weiter im Text. Komm mal, Junge. Das ist schon wieder sehr spritzig hier. Da oben nicht was. Ach, das brauche ich gar nicht. Okay. Hab ich wieder was zu verkaufen? Sehr intolerant hier. Ich wollte mich doch nur dazu stellen und mit euch quatschen. Nö. Hau mich erstmal direkt um. Da sind ja noch mehr. Stones hätten wir. Stones. Komme ich jetzt darauf? Nein. Ich weiß es nicht. Ich hatte, glaube ich, gerade einen Minecraftigen Geistesblitz, obwohl ich es ja gerade gar nicht spiele. So, schwarze Pferde. Boah, hier ist was. Komm alle her. Komm alle hier in den grünen Bereich. Fein gemacht. Und sterb.
Ja, geh doch auch. Husch, raus hier. Der bleibt hier stehen. Moin, Junge. Überraschung. Der Yeshio ist da. So. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, da. Dem kann ich nicht quatschen. Aber mit dem. Helm sei gepriesen. Ja. Helm sei gepriesen. Ich hab dich befreit, nicht dieser Helm oder wie der heißt. Wie undankbar. Ach, da ist noch was. So, nehmen wir auch noch mit. Schon, ne? Wenn wir schon dabei sind, Klamotten mitzunehmen, die wir nicht brauchen, dann können wir das auch nicht. Mit Trillplatten, mit Trillerz, das ist cool. Material droppt selten genug, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel man nachher für so eine Herstellung braucht, aber ich glaube, mit 1-2 ist da wahrscheinlich auch nicht getan. Oh, die hat schon mal kämpfen hier. Und denn? Was? Okay, der redet nicht mit jedem. Dann, wo geht's denn weiter? Auch dahin. Ach, da ist er. Oh, und weiter. Gehen wir uns hier auch noch durch. Zack, zack. Und. Hä? So. Da stand noch einer hinter mir. Hab ich gesehen. Und der letzte im Reiten. So, Tunnel zum Einsturz bringen. Ja, das kriege ich hin. Kaputt machen kann ich immer. Kann ich denn hier was kaputt machen? Ah, guck mal. Lunte anzunehmen. Zack. Hui. Bumm, das war's. Tunnel kaputt gemacht. Jetzt muss ich noch den Bewegbobobos besiegen hier. Gott. Ich denke, das kriege ich auch hin. Mit den größeren habe ich mir auch schon angelegt. Als ich noch kleiner war. Also, warum soll ich es jetzt nicht schaffen, wo ich größer bin? Niemand darf erfahren, dass Helm zurückgekehrt ist. Mirai Witzan. Na dann. Wollen wir ihm mal einen Flug gönnen? Hui. Boah, was ist das? Oberkrass. Kommt.
Weg ist er. In dem roten Bereich von diesem Bossmobs möchte ich nicht rumstehen. Das hat meistens irgend so was Endgültiges. Bei den Kleinen lasse ich mir das dann noch gefallen, aber... Was ist denn hier los? So. War gerade so am Zittern und das hatte ich schon mal, als ich das ganze Ding hier aufgehangen hatte. Da musste ich die Quest aber nochmal machen, deswegen gerade etwas erschrocken. Ich dachte schon. Er hätte sich wieder erhängt. Mir ist hinterhergelaufen, obwohl ich so schnell war. Wie geht das denn? Wow. Okay. Ich denke, wir haben die Kultisten in die Flucht geschlagen. Allerdings besagen unsere Berichte, dass sie sich noch nicht geschlagen geben. Wir müssen noch härter, sie noch härter bekämpfen, um klarzumachen, dass Helm sich nicht ausruht. Das ist komisch, ne? Bei manchen Quests, da kriegst du eine Textansage und bei manchen wieder nicht bei der. Ne? So, da wunderst du dich. Sie ist heldenhafte Begegnung beim Felsen der Rückforderung. 3 bis 10 Spieler. Doch, nehme ich mal an. Helms Hold wird erneut von Unheil heimgesucht. Echt? Ihr habt beobachtet, wie die Akolyten von Geistern beschützt wurden? Letztlich wart ihr aber derjenige, der sie gerettet hat. Aber offensichtlich will der Kult vermeiden, dass die Einwohner von Helms Hold von Helms Rückkehr und dessen Schutz erfahren. Da kommt mir eine Idee, Abenteurer. Dafür müsst ihr aber unser gemütliches Lager verlassen und mit unseren Freunden in der Kathedrale in Kontakt treten. Das gemütliche Lager verlassen? Macht doch den ganzen Abend nichts anderes. Der Kult der Schwarzen Erde versucht, jegliche Informationen von Helms Rückkehr und dessen Beistand für seine Anhänger zu unterdrücken. Ich habe zusammen mit Barham und Imbros mehrere Anschläge verfasst, in denen wir Helms Rückkehr und seine schützende Hand, die er über seine Anhänger und sein Land hält, im Detail beschrieben haben. Ich möchte, dass ihr diese Anschläge in Helms Hold aushängt. Besiegt dabei alle Kultisten, die euch über den Weg laufen, und berichtet anschließend Bruder Saturn in der Kathedrale davon. Er wird sicher erfahren wollen, dass seine Gebete erhört wurden. Helm wacht über uns und ein mächtiger Abenteurer steht uns zur Seite. Helm so an sich. Ihr wart uns gegen Marlos Earnrail eine so große Hilfe, dass jeder im Lager etwas gespendet hat, um euch eine angemessene Belohnung zukommen zu lassen. Das noch. Oh. Was haben die noch für mich gespendet, meine... So, erstmal hier wieder auslösen, ne? Zack. Schwarze Perle. Nochmal schwarze Perle. Wie geil. Komm. Kurz identifizieren hier. Boah, fast. Ungefähr so? Ja, denke ich. Und weg damit. Das war zu viel, das war zu viel. Too much, die doch nicht.
Gott. Das ist schon wieder Unsinn hier. So. Ja. Das übliche Problem. Oh, das kann ich. Gut, mache ich. So, dann nehmen wir erstmal hier kurz den Questpfad und dann gehen wir mal kurz auf Kampagne. Und auf Elemental Evil und werden hier... Oh! Ach, bin ich alle schon fertig? So, nee, kann ich sagen. Hier, den ersten habe ich fertig. War schon wieder im falschen Film. Ich hatte schon die Hoffnung. Nein. Das passt schon so ganz gut. So, vermisste Archäologen retten haben wir. Geschafft. Abholen. Also ich wäre dafür, dass wir noch so einen Abschnitt machen, oder? Das machen wir einfach. Richtung. Och, Memo. Immer gleiche hier. Hier soll ich lang. Ah. Ich darf weiter erkunden. Sehr schön. Hier war ich noch nicht. Okay. Ja. Was ist denn hier? Aber die Questspur geht doch dahin. Hier hinten muss ich klicken. Anschlag verteilen, genau. Muss ich überall, jetzt werde ich mich hier gegen geschickt, um Zettelchen anzukleben. Das ist ja unglaublich. Ich soll Zettelchen ankleben. Auch das noch. Egal, wir machen das einfach mal. Müssen wir. Sonst geht die Questreihe ja nicht voran. Gut, ist jetzt nicht gerade die super harte Aufgabe, den Zettelkiller hier zu spielen. Da was. Ja, eine glitzernde Tür. Was ist denn hier Schönes? Ein Kaminfeuer. Diese Erde gehört uns. Unliebsame Gäste. Was? Wie? Die haben auch was gegen mich? Nein. Dann müsst ihr auch sterben. Was?
gerade beschwert. Ach so, der hat sich, der freut sich, dass er gehen darf. Ist Gefangener. Ich gehe noch mal kurz im Nachbarraum gucken. Da noch irgendwie was oder so. Ich glaube, hier drin muss ich noch nichts machen irgendwie. Ich dachte, hier wäre noch irgendwo ein Questgeber in der Ecke oder was. Das hätte ja sein können. Wäre ja nicht das erste Mal, ne? So, dann gehen wir mal die Quest weiter verfolgen. Auf den Gaul, was? Warum nicht? Ah, jetzt. In die Richtung. Hallo mit. Na, toll. Die gehen alle sofort kaputt. Nächste und Schriftrolle. Cool. Und Juwelen. Und irgendwo geht der Questpfad. Wieso geht er jetzt wieder hier weg? Ist nichts mit Zettel kleben oder wie? Ah, hier. Ich bin da vorbeigelaufen. Das ist ja eine Zettelwirtschaft hier. So, abgeschlossen. So, den Kult der Schwarzen Erde und seine Verbündeten besiegen. 20 von 30. Jo. Ja. Immer wieder zurück Richtung West abgeben. So, geht's denn weiter? Wie jetzt? Das ist eine Sackgasse, wo bin ich denn hergekommen? So, einmal Questziel erfüllt, das ist schon mal super. Will ich noch den Weg herausfinden? Ah! Das macht hier der... Ich bin irgendwo durch den Torbogen, meine ich, ne? Hier bin ich durch. Glaube ich. Da müsste hier rechts ein Gasthaus sein. Ist es auch. Darunter. Nee. Wie lang? Boah, was ein Weg.
Da steht doch zu Bruder. Ist er da oben oder was? Ja. Ist der wirklich hier oben oder was? Ach, hier durch kann ich. Geheimtunnel, sag das doch. Auch nett. Jetzt wird los. Hallo, Satarin. Helms Rückkehr bringt uns allen Hoffnung. Abenteurer, seid ihr für die Ausschläge verantwortlich, von denen wir hören? Es kommen immer mehr Arbeiter auf der Suche nach Helms Führung hierher. Mhm. Wie meint ihr? Es sind echte Geister erschienen? Bei Helm, wir sind gerettet! Helms Macht wieder über uns. Und er hat euch ausgesendet, um uns von diesen Kultisten zu erlösen. Hauptmann Dunfield war überzeugt davon, dass die Kultisten sich nicht um Helm scheren, aber er hat sich offensichtlich geirrt. Schnell, es gibt viel zu tun und die Zeit ist knapp. Immer ich. Aber. Ja. Oh, Stimmen des Steins, die können sprechen. Der Kult der Schwarzen Erde zwingt die Einwohner von Helmsholt dazu, die Festung zu reparieren, sodass sie sie für ihre Zwecke verwenden können. Es ist nicht das erste Mal, dass wir gegen die Kultisten kämpfen und gleichzeitig unsere Leute beschützen müssen. Und unseren Glauben. Die. Wer weiß. Achso, der wollte noch was sagen. Sorry, hab ihn unterbrochen. Ich dachte, er war fertig. Was wir hier tun, wird das Schicksal von Helmsholt verändern. Die Kultisten zwingen die Einwohner von Helmsholt weiterhin dazu, beim Aufbau der Feste Fronarbeit zu leisten. Bruder Saturin zufolge will der Kult sie zu einer Festung ausbauen. An sich ergibt das ja Sinn. Doch gleichzeitig stehlen sie die Vorräte der Arbeiter und erschweren ihnen so ihre Aufgabe. Beschafft einige dieser Vorräte von den Kultisten zurück und helft unseren Arbeitern. Wir werden diese. Jo, machen wir. Noch mal kurz zum Feuer. Ich möchte noch kurz ein Gebet sprechen. Kleines Stoßgebet zum Himmel. So, alles gut. Dann haben wir. Zack. Öffnen. Oh, ein Smaragd. Sehr nett. Noch mehr. Dunkle Zeiten für Helmsholt. Oh, jetzt hast du wieder normale und gebundene. Ist das ätzend. Du hast wieder zwei Plätze für ein dasselbe Material. Das ist so für den Hintern, ne? Naja. So ist es. Helm weg. Das weg, das weg. Das auch. Den Altar brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Und das auch nicht. Nein, zu viel Verkauf. Wollte ich doch gar nicht. Warte. Rückkauf. Smaragd. Mir. Großfall. So. Und weiter geht's. Ja, okay. Wen habe ich denn da? Den Dennis T. 1997. Hallo, guten Morgen. Oder Denise, ne? Ja.
War schwer zu sagen. Bin hier nicht richtig. Zielort Flussviertel schon wieder. Boah, leck. Echt jetzt? Das war der gewesen, ne? Den hatte ich doch letzte Mal. Den hatte ich doch schon. Nee, ich glaube. Schulter, war das nicht der, den ich letzte Mal platt gemacht habe hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht. Dann weiß ich das noch weniger. Ich mache gerade Elemental Evil. Wenn wir das was sagen. Und damit das jetzt gerade nichts sagt, würde ich behaupten, wahrscheinlich nicht. Was? Wie was? Baumaterial, unidentifizierter Gegenstand. Aber ich habe schon wieder das falsch eingeloggt, sehe ich gerade. Muss mal eben wieder ins Tagebuch und mal eben kurz immer in der Steins einloggen hier. Ich laufe mit Sicherheit wieder in die falsche Richtung. Nö, ich bin richtig. In dem Gebiet hier. Baumaterial. Huch. Mögt ihr kein Feuer, ne? Ich glaube, die mögen das nicht, wenn ich hier was anzünde. Baumaterial, yeah. Den wollte ich gar nicht. Den wollte ich doch eigentlich liegen lassen. Naja, aber alle, die ich versehentlich aufsammeln, werde ich einfach identifizieren und dann verkaufen. Diamant. Also falscher Diamant. Baumaterial. Nehmen wir.
Und ich glaube, die kann ich anzünden. Ja. Ja, jetzt geht's. Ich darf wieder zündeln. Kein Baumaterial hier in der Nähe. Anscheinend nicht. Nur denn. Das ist schon interessant, wie oft man anscheinend sagt, obwohl man scheinbar macht. So. Wo sind wir denn hier? Ach, wieder eine Sackgasse. Moin Jungs. Nacht Jungs. Peinlich. Willst du ins Nirvana schicken und vergiss den Knopf zu drücken. Schön, ne? Schaden hier. Los. Da ist noch eine Kiste zum Anzünden. Wunderbar. Na komm. Zündel, zündel. Fein gemacht. So, weiter gucken. Also ein bisschen durch die Straßen streuen. Da ist noch was zum Anzünden. So. Was? Hier ist wieder was zum Anzünden. Noch. Wir fehlen aber noch Hexenmeister. Sinrage sieht die Biester. Sind sie? Dadurch bestimmt nicht. Da könnte einer sein, oder? Nee, auch nicht. Ich weiß ja. Da ist noch einer. Ein Schwarzmantel. Und da oben sind wir. Bestziel erfüllt. Ja, Wahnsinn.
So, zurück zum Questgeber. Die Höhle war irgendwo hier vorne. Die Höhle war irgendwo hier oben. Nee. Das ist ja die Kathedrale. Direkt der Haupteingang. Sinse. Sehr schön. Ihr habt diesen Schwarzmänteln ordentlich eingeheizt. Doch nun haben uns einige Arbeiter berichtet, dass der Kult dazu übergegangen ist, extreme Maßnahmen zu ergreifen, um seine Anschauungen durchzusetzen. Sie haben Elementare und Archonten beschworen, die sie auf all jene hetzen, die sich gegen ihre Verordnungen auflehnen. Ja, so würde ich das auch tun, wenn ich da, ne? Bin unterdrücken wollte. Sehr schön, sehr schön. Er sagt schon wieder Zielort Flussviertel, aber das ist ja nicht der Fall. Ich habe die Quest ganz bewusst noch nicht angenommen. Ganz, ganz bewusst sogar. Nee. So. Weil ich jetzt erstmal wieder identifiziere, damit ich diese Sachen verkaufen kann. Nutzbringend und zu einem etwas höheren Preis. Ist dies das Ende von Wie gesagt, ich habe so viele von diesen Identifikationsschriftrollen, dass die ruhig mal weg können. So. Weg, weg, weg. Ich bin ein ehrlicher Kämpfer. Ring, weg. Gürtel weg. Die roten Sachen sowieso weg. Das Amulett brauchen wir auch nicht. Und den Rest behalten wir natürlich. So. Liebe Freunde. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch aufs Allerschärfste fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Follow hier oder ein Like für die YouTube-Videos sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle restliche Nacht und einen tollen Sonntag. Ich gedenke morgen Vormittag vielleicht noch so ein, zwei Stündchen ein bisschen zu Minecraften. Ansonsten wünsche ich euch jetzt, wie gesagt, alles Gute, macht's gut, bis dann, bye bye.